Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Heute ist Samstag, der 23. Januar und wir sind heute mal um eine ganz, ganz ungewöhnliche Zeit unterwegs. Nämlich es ist erst ganz früh am Morgen, 3 Uhr 24. Bevor ich anfange, mal mit diesem Part, vielen Dank für die ganzen Nachrichten zum Thema Lehm und so. Vielen Dank und vielen Dank auch an Dreams Yuka, die oder er oder sie, sorry, ich weiß es nicht, mir auf jeden Fall Lehm geschenkt hat. 5 Stacks waren es insgesamt. Einen habe ich tatsächlich schon vercraftet in, was auch sonst, Pilz-DIYs. Vielen Dank dir auf jeden Fall nochmal. Wenigstens eine Erwähnung wollte ich dir geben, weil du wolltest ja nichts dafür. Vielen, vielen lieben Dank. Und vielen Dank auch für die ganzen Nachrichten zum Thema Lehm. Das freut mich auf jeden Fall. So, und wir sind ja heute nicht umsonst hier, denn so früh am Morgen, denn ich habe eine Nachricht bekommen und das ist ziemlich interessant. Ich nehme es jetzt auch schon seit mehreren Wochen vor, aber ich habe es endlich jetzt geschafft. Am Samstag, nämlich um 3.33 Uhr, passiert was ziemlich Merkwürdiges auf deiner Insel, aber das sind ja noch 8 Minuten hin. Jetzt erstmal Lumiois, genau. Es war nämlich nicht an dem Tag, wo die letzte Aufnahme war. Ich dachte, ich habe da Carlsen gesehen, aber es war tatsächlich Lumiois und Ottuka. Genau. Hey Noni, neulich habe ich ein Bonbon unter meinem Bett gesucht. Dabei hier das gefunden. Und zwar auch hart, aber schmeckt überhaupt nicht süß. Kann ich nicht essen. Also thank ich dir. Nachtkatze, Ottuka. Vielen Dank. Ich meine, ich kenne den Brief, denke ich mal schon, aber naja. Seeengelmodell, genau, von Lumiois und wow, ein Fussi. Ja, da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das nicht allzu gut schmeckt. Aber die 3 Uhr Musik passt auch wirklich gut, wenn es hier so rumschneit. Wirklich toll. Sehr gut. Leider gibt es auch bis dato nichts zum Update, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich bin aber wirklich gespannt, was bei denen denn Ende Januar, ich meine, es muss ja jetzt in den nächsten paar Tagen irgendwann soweit sein. Ich kann euch das einfach mal zeigen. Ja. Ich finde da vielleicht sogar den Seeengel, wenn er so ist, bisschen besser. Oh no, ach komm schon. Ich wollte eigentlich ins Lager, weil, wenn ich den Seeengel aufstelle, wo auch immer sein, da. Ja, ich finde ihn so eigentlich sogar cooler als die Statue, muss ich sagen. So, du kannst jetzt ins Lager und du auch. Jetzt muss ich das nochmal hinstellen, oh Mann, oh Mann. Wir können heute vielleicht auch mal so langsam, ich habe halt immer noch keine Ahnung, aber so langsam sollte ich mal mein Haus auch abschließen, was die Einrichtung angeht. Hier platzieren, Kachelmatte. Natürlich, wie auch sonst, ne, wie auch sonst. Ja, ich würde sagen, dann schauen wir jetzt mal kurz im Haus, ups. Das muss noch einmal und das auch, perfekt. So haben wir es doch schon wieder. Also vielen Dank nochmal für die ganzen Sachen. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen hier ins Inventar geholt, damit wir schon mal wissen, was wir so in Zukunft machen können. Aber ich habe jetzt sowieso eine Idee, wie ich weitermachen soll, kann, wie auch immer. Aber im Haus habe ich noch keine Ahnung, denn wir gucken uns jetzt einfach in den nächsten paar Minuten, bis halt dieses Event losgeht um 3.33 Uhr. Schauen wir uns mal hier die Sachen an. Einerseits gibt es hier ja meine Küche und ich muss sagen, die ist einfach meiner Meinung nach jetzt schon ziemlich perfekt. Sogar das Rote da hinten. Ja, also. Ich wüsste nicht, was ich hier noch verändern sollte. Ich liebe sie, wie sie ist. Und genau. Als Küche ist fertig für mich. Ich mag auch den Kamin. Ich wollte schon immer da einen haben. Und jetzt geht's. Ist zwar eigentlich recht unlogisch, dass ein Kamin im Keller steht. Aber naja. Dann gehen wir in den zweiten Raum, bei dem ich eigentlich auch fertig bin, würde ich sagen. Da ist es ja hier. Der ist ja so ein bisschen beigeteilt. Einmal mein dunkles Schlafzimmer. Ich glaube, ich kann mich nicht mal hinlegen. Ja, brauche ich aber auch nicht. Dann ist ja hier auch ein Fernseher. Ah ja. Das hat übrigens einen Grund, warum das hier jetzt nur so ein Rauschen hat. Weil das Event hat tatsächlich was mit dem Fernseher zu tun. Dann geht man ja hier rüber. Dann hat man hier für einen Gast was. Meinen Arbeitsraum. Und mein Umkleideraum. Mein Herzchen-Umkleideraum, ja. Genau. Warum auch immer ich da noch so ein Bild habe. Alles klar, man sieht schon, der Fernseher rauscht. Jetzt gehen wir mal zu dem anderen Fernseher. Ob es dort anders ist? Ah, der ist aus. Ah ja, okay. Dann so viel dazu. Wir können mal kurz gucken, wenn ich schon dabei bin, was denn heute für ein Lied da ist. Groove. Schau mal, das war ja so ein weirder KK.
Okay. Ist es eigentlich nach der Reihe? A, B, C, D, E, F, G. Ja, tatsächlich. Oh, ich hab das noch gar nicht. Nee. Oh ja, sehr gut. Na dann wird das natürlich bestellt. So, natürlich. Oh, was haben wir hier noch? Ah, immer noch. Also dieses Pocket-Dings, ich glaube, das bleibt auch für immer. Ich dachte ja mal, das wäre nur eine Zeit lang. Deswegen habe ich euch das gleich im April oder so letzten Jahres gemacht. Aber das ist ja immer noch da. Deswegen, keine Ahnung. So, dann sind wir ja hier in meinem Bad. Dann gehen wir heute einfach nochmal mein Haus anschauen. Womit ich eigentlich auch recht zufrieden bin, ehrlich gesagt. Hier ist ja noch was an der Wand, genau. Die Wand hier ist auch eigentlich bedeckt. Ach, dieses Lied ist einfach so legendär, ganz einfach. Und dann haben wir jetzt eben nur noch eigentlich einen Raum. Klar, den Raum habe ich jetzt gar nicht betont. Den hier, der ist natürlich auch wunderbar, mein Indoor-Garden. Schon richtig, ja. Jetzt gehen wir ja noch in das Schlummerhaus, Schlummerkapellchen, keine Ahnung, Schlummerräumchen. Ist ja auch super, finde. Weißt du, meine Räume haben alle zwar nichts miteinander zu tun, aber ich finde sie allesamt super gemacht, einfach nur. Ich gehe jetzt mal in den Gestaltungsmodus, und zwar hier an die Wand. Sollte noch mindestens eins hin, und wir haben nämlich noch eins, weiß ich. Das sollte ja. Ach so. Ja, die Frage ist, wo, ne? Ich darf auch nicht verpassen, dass wir halt nicht unendlich viel Zeit gerade haben. Deswegen scroll ich gerade so ein bisschen schnell durch. Und wenn ich es jetzt auch nicht finden sollte, dann ist das ja nicht so schlimm. Hallo. Ja, unter der Einrichtung, unter den Sachen ist ja nichts. Ja, dann war das da. Vielleicht ist es bei der Wanddeko. Gemüsegemälde ist ja schön. Aber Leute, ich darf jetzt leider nicht weitermachen. Ich weiß, dass ich noch irgendwo was habe. Aber wie gesagt, das Zimmer finde ich auch super. Genau. Ich mag das voll gerne mit den Socken. Und dass ich hier nur zum Schlummern hingehe, das passt ja auch. Nee, aber ich mag nicht schlummern. Heute noch nicht, aber sehr, sehr bald. Dann das Kissen von Mama da hinten. Ja, das ist einfach alles stimmig ineinander. Mir gefällt das irgendwie schon so richtig gut, muss ich sagen. Ja. Und jetzt ist 32. Oh Gott. Ich gehe ins Schlafzimmer, würde ich sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Beeilung. Weil ich das Gefühl habe, im Schlafzimmer ist einfach das Beste. Und dann schauen wir mal, was passiert um 3:33 Uhr in Kelles Easter Egg in Animal Crossing. Ich hoffe, ich habe es nicht schon verpasst. Nee, genau, also es rauscht. Immer auch in den Kamera. Oh, so ist eigentlich doof. So, jawohl. Dann, wie kann man das ausblenden? So. Dann schauen wir doch mal, was hier passiert. Da geht's los. Was ist das, Leute? Einfach ein Alien dich anstarrt und in deinen Träumen begleitet. Ultra komisch. Die Aliens kommen, Leute. Die Aliens kommen. Die sind schon in meinem Haus. Ultra weird. Ultra strange und auch ein bisschen auch scary. Irgendwie in so einem netten Spiel wie New Horizons. Einfach sowas. Und das war's auch schon. Jetzt ist es vorbei. Das Event hier. Mega cool. Das wurde ja auch übernommen. In New Leaf gab es das ja auch schon. Wie gesagt, Samstag 3:33 Uhr findet es statt. Bis, wie man sieht, 34. Ultra cool. Mir gefällt's. Es ist zwar wirklich ein bisschen scary, aber auch cool, würde ich sagen. Ja, mir gefällt's, wie gesagt. Vielen Dank für den Hinweis. Es ist auf jeden Fall cool. Dann auch krass, dass wir in über 230 Parts immer noch neue Sachen finden, die ich noch nicht gezeigt habe in diesem Spiel. Weil es einfach so krass viel zu sehen gibt hier. Ja, finde ich super. Okay, und jetzt kommen wir nochmal, widmen wir uns nochmal diesem
tollen Gemälde, diesem tollen hier. Ich glaube, ich habe einen besseren Überblick, wenn ich das so mache. Weil ich weiß auch, dass das voll raussticht. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal jetzt da verkauft habe. Das wäre ein bisschen doof eigentlich. Aber let's see, sagen. Also bis jetzt nämlich sehe ich nichts. Ah, da, nee, das ist. Ich dachte gerade, das Bild von Chris ist das. Aber nope. Gemüsegemälde ist auch ganz schön. Ich könnte auch so eine Art Museum aus meinem Haus machen. Das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist mega cool. Aber das brauche ich halt nicht eigentlich. Den Fisch finde ich eigentlich toll fürs Bad. Den nehme ich mal mit. Das, Neujahrsding, okay. Und vielleicht noch das hier hin. Mal schauen, ob das hier noch reinpasst. Jetzt kann ich dann nur sagen. Und sonst, ja, leider sehe ich jetzt hier nichts mehr. Nee. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Ich will hier auf jeden Fall noch zwei Lieder haben. Was toll wäre, ist, wenn das hier hinpasst. Ist es die? Nee, nicht das Fischtischchen, sondern die Kuckucksuhr. Passt die da nicht rein? Oh, schade. Wenn ich das eins höher packe, wahrscheinlich schon, ne? Nein? Was zum Teufel? Wie groß ist die denn? Aber das kann ich ja noch. Ah, ich bin dumm. So, das kann ich jetzt wieder auf seine ursprüngliche und jetzt soll es aber passen. Warum denn nicht? Hä? Das ist ganz. Ah, weil es dann dahinter hängen würde. Ja, aber das ist doch nicht so schlimm. Also ich verstehe nicht, was das Spiel dagegen hat. Ja, dann passt die wohl leider nicht mehr hier hin, weil ich wüsste nicht wo. Ja, okay. Dann wieder weg damit. Aber ich habe gerade, ich sehe gerade, warum ist hier eigentlich kein Sterngirlande oder wie es heißt. Wand. Ja, wenn ich das jetzt hier doch, wenn ich das einfach hier hinterpacke, das stört ja keinen. Dann kann ich das nämlich hier fortführen. Aber durch gleich. Ja, so finde ich das eigentlich nicht schlecht. Das heißt aber auch, dass das hier eigentlich höchstens woanders hin muss. Ich muss sagen, ich mag die Spinnenweben irgendwo anders haben. Ja, dass man die nicht drehen kann an der Wand, ne? So eventuell. Und daneben jetzt noch eins. Ich habe ja noch immer welche. Ja, finde ich nicht schlecht auf jeden Fall. Muss ich mal so sagen. Dann noch eins, aber das Spinnennetz bleibt jetzt, glaube ich, dort in der Ecke. Das finde ich gar nicht schlecht. Oh. Nee, eine Kamera brauche ich nicht, wenn ich schlafen tue. Nee, danke. Nicht, dass sich da noch jemand reinhackt. Ganz klar. So, aber ein bisschen Innengestaltung. Das tut doch nicht schlecht, würde ich mal sagen. Und das passt auch ganz gut zu dem heutigen Part. Finde ich. Wenn ich das jetzt noch nach oben packe, dann kann ich da nämlich noch eine Girlande hin. Joa, ich glaube, das mag ich so. Das kann man so nehmen auf jeden Fall. Okay. Dann schauen wir uns das Endergebnis mal an. Wie gesagt, der Raum ist ziemlich vollgestellt, auch weil dort halt in der Ecke alles rumsteht, aber egal, er ist auch schön hell, obwohl ja das Licht aus ist. Oh, und das geht ja gar nicht. Es muss auch schon aus sein. Aber das war ja auch mein Ziel, viele Laternen und so hinstellen, damit es trotzdem echt hell wirkt. Viele verschiedene auch. Frag mich gerade, wie schaut es aus, wenn ich es drehen würde? Oh, nee. So nicht, aber eventuell so. Ach komm, dann soll das schon reingehen können. Dann so, dann kann ich mich da hinlegen, da noch ein Teetästchen. Die Mama-Sachen passen hier wirklich gut hin. Muss ich mal sagen. Ja. Ich finde es toll. Der Raum ist eigentlich auch so gut wie fertig. Das heißt, wir haben tatsächlich nur noch diesen einen. Und ich weiß immer noch nicht, ihr könnt gerne mal Vorschläge schreiben, was ich da reinmachen soll. Ich habe jetzt alles. Ich meine, ich habe ein cooles Indoor-Wohnzimmer, Indoor-Garten-Wohnzimmer. Dann habe ich ein Bad, ein schönes weißes. Dann habe ich eine moderne Küche mit ein bisschen Landmischung. Habe ich ein Arbeits-Schlafzimmer, Kinozimmer, alles auf einmal. Und dann habe ich noch ein Random Zimmer, wo ich noch eine Idee brauche. Wie gesagt, ihr könnt gerne Vorschläge schreiben.
Ich lese mir die auf jeden Fall durch. Und außerdem mache ich mir noch selber Gedanken, weil so wie es jetzt gerade ist, wird es natürlich nicht bleiben. Das ist immer ganz gut, so in verschiedenen. Es ist immer ganz gut, wenn es Event gibt, wenn man da einfach wirklich toll die Sachen nachschauen, zeigen kann. Aber naja, so. Jetzt habe ich mir überlegt, was kann ich denn noch heute machen? Wie viele Plätze habe ich noch? 8, 9. Mal schauen, ob ich dann Fossilien vielleicht einfach mal analysieren gehe. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach Gott. Sind das viele? Nehmen Sie aber einfach mal so viele, wie es geht. Da ist auch das. Oh mein Gott, ich habe es gefunden. Wow. Es ist wirklich da unten. Als ob. Als ob. Einfach nur als ob. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. So, aber jetzt möchte ich schon noch mal ein bisschen raus, meine Insel auch in dunkler Nacht sehen, weil dadurch sind, deshalb sind wir ja auch hier eigentlich heute. Unter anderem. So, das würde ich auch oben platzieren, weil ich das einmal schön hier finde. Ah, das Fischtürschild, verdammt. Oh, jetzt kann ich das nur ins Lager packen. Das ist immer noch ein bisschen schade. Ah, hier. Ich mag halt das voll gerne, deswegen werde ich das sogar nach oben stellen. Ich mag das Bild übel. Da sind auch voll cute und viele Bewohner drauf. Okay, dann fehlen mir hier auf jeden Fall noch zwei. Was habe ich denn da alles eigentlich? Ich mag eigentlich alle, die oben sind gerade, super gerne. Die unten, da weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ich habe jetzt noch für drei Platz. Aber es sind mehr als drei. Da muss ich gleich mal gucken. Vielleicht kann ich ja irgendwas weg. Ja, die Kürbisvogelscheuche. Dann die Pilzlampen nicht. Blumen theoretisch. Straßenlampe habe ich zweimal, ne? Ja, okay. Und da fehlt noch eine Sache. Ja, die will ich eigentlich. Oh, das nervt mich jetzt. Eins einfach. Ein Teil fehlt mir. Das kann es ja echt nicht sein, so. Oh, okay, doch nicht. Hoppala. Verzählen, yeah. Sehr gut, habe ich mich verzählt. Ja, wie gesagt, gerade die eine Wand schaut noch ein bisschen nackt aus, weil da halt noch nicht diese Dinger hängen von KK. Aber naja. Das wird sich dann auch in den nächsten Tagen, Wochen füllen. Dann ist der Raum auch komplett und dann muss ich mich nach dem letzten. Dann muss ich mich auch irgendwann mal an den letzten hier hängen. Damit wir auch den Bescheid wissen. So, dann besuchen wir doch mal den guten Eugen. Der ist jetzt sowieso wach. Er ist ja gerade in Blüte seiner Tageszeit. Also habe ich hier ganz, ganz viele Bäume platziert. Also ganz vieles gut gesagt. Die noch gar nicht gewachsen sind. Stimmt, weil der neue Tag noch gar nicht da ist. Hat, okay. Ah ja, genau. Und ich habe hier zwischen den Parts Bettina hingestellt. Das hat einen Grund, weil wir eben dort, wo sie gerade wohnt, in den nächsten Part wahrscheinlich dann arbeiten werden. Das nur so schon mal als kleine Voraussicht. Ich finde, hier sind ein. Ach so, es geht gerade nicht. Ein bisschen zu viele Blumen. Vielleicht sollten wir da mal noch eine Pilzlampe oder einen Pilzwand schüren, wäre eigentlich nicht schlecht. Genau. Hi. Guten Abend. Oh, was kann ich für Sie tun? Schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, und rat mal, schau mal, Fossilien, das musstest du schon seit über 100 Parts nicht machen. Aber jetzt hat sich da so einiges angestaut, deswegen analysier doch mal. Dann schauen wir, ob da irgendwas dabei ist, was ich aufheben will, kann. Ja, kein Zweifel. Wenn ich finanziell disponibler wäre, würde ich in Fundia liebend gerne als Hobbysammlung kaufen. Du kannst mich auch einfach fragen, vielleicht schenke ich es dir auch einfach so. Aber gut, mein lieber Eugen, dann halt nicht. Dann kriegst du halt nichts von mir. Tschüss. Mein Outfit ist auch wieder ganz wild heute. Mammutschädel. Okay, ich muss mir die Sachen einfach anschauen. Dann gucken wir, ob ich ein Lager oder eben halt nicht. Was man halt so gar nicht braucht, sind halt irgendwelche komischen Sachen, die viele Teile brauchen, aber man halt eh nie sich holt. Ne? Oder irgendwie aufstellen möchte. Aber wir könnten mal kurz. Ich werde mal hier kurz ein paar droppen. Bei reichen. Und zwar will ich meine Blume tauschen. Mit der A, okay. Egal, ich lasse das einfach so. Hier muss jetzt die rein. Jawohl. Okay. Das Museum ist auch so ein kleines Highlight, finde ich, weil das sticht irgendwie so ein bisschen raus, finde ich. So zu den anderen Sachen, die ich so auf meiner Insel habe.
Okay, jetzt schauen wir doch mal, was ich so für Fossilien angestaut habe. Und da ist halt nochmal dieser Platz ganz gut. Und ich finde es gut, dass Bettina hier steht, weil hier ist irgendwie so leer und dann, ne, wird es ein bisschen voller hier. Also, mal schauen. Oh ja, der ist schön, den behalte ich. mal gucken. Ich stelle einfach mal kurz... Ah, Mammutschädel behalte ich sowieso. Vielleicht mache ich so eine Links-Rechts-Lagerung. Mammutschädel behalte ich. Was ist das? Mammutor, so als ob. Was hatte ich denn für ein Glück? Dann dich behalte ich auf jeden Fall. Bei dem weiß ich es noch nicht. Triceratops-Schwanz. Ah, keine Ahnung. Riesenhirsch, ja, behalte ich auch, weil der ist super. Tyrannosaurus. Was ist das denn? Das werde ich auch mal einfach behalten. Ich sehe schon, worauf das hinausgeht. Spinosaurus-Schwanz. Ich glaube, den behalte ich nicht. Was ist denn der? Hä, wieso schaut denn der so komisch aus? Iguanodon-Torso. Iguanodon, was waren das nochmal? Dann habe ich noch einen Korpul... Aha, das schaut irgendwie... Keine Ahnung, nicht so schön aus. Parasaurus und Plesiosaurus-Schwanz. Ach, kommt's. Den behalte ich noch. Das muss ich mir jetzt merken. Das war nämlich... War das der? Nein, okay. Auch Komplesio behalte ich noch und Corpolü, habe ich ja gesagt. Und Iguanodon Torso. Ja, das bedeutet eigentlich, das da verkaufe ich. Dann das hier. In die Kiste jetzt. Mein Gott, ich brauche das Geld nicht, ganz ehrlich. Das hier und das hier. So, das geht jetzt weg alles. Ich sollte auch langsam mal meine Blumen so komplett fertig aufräumen. Die letzten, die wir noch unnötig hier irgendwo auf der Insel haben. Oh Gott, hat das gerade rumgebackt. Habt ihr es gesehen? Der Ärmel war einfach aus dem Schaufenster draußen. Ich muss sagen, es ist ziemlich komisch, um die Uhrzeit Animal Crossing zu spielen. Keine Ahnung. Fühlt sich irgendwie nicht ganz so richtig an. So, die 12.000 nehme ich doch. So ist nicht. Verkaufen. Dann gehe ich jetzt als erstes mal lieber nach Hause, weil... Ja, sonst ist es ja ein bisschen doof, sonst so mit vollen Taschen rumzulaufen, mit Sachen, die ich sowieso jetzt erstmal nicht brauche. Hm, nee, danke. Ich habe gerade eine Idee, das hat bestimmt jemand gemacht, das wäre mal voll interessant. Also ich würde es nicht als meine Insel bezeichnen wollen, aber es wäre voll interessant zum Besuchen. Das war so eine komplette Insel mit Museum sozusagen. Also überall Sachen ausgestellt und Wege und so. Und mit den Zwischenwänden, als wäre es so ein Raum. Das ist schon interessant. So, wir haben jetzt also ein weiteres Mammut. Das ist super. Der saure Schwanz hatte ich, glaube ich, sogar zweimal. So, und dann haben wir doch ein bisschen Platz im Inventar. Ich sollte auch noch, Retzer, dadurch, dass ich ein paar Sachen bekommen habe, sollte ich noch ein paar Pilzlampen haben, obwohl es auch nicht so viele sein sollten. Schauen. Oder auch gar keine mehr. Mal gucken. Nee, doch, hier zwei Stück. Genau, die habe ich nämlich extra gecraftet. Jetzt kann ich doch nochmal die Sachen mitnehmen, die ich vorher rausgetan habe. Und die Gartenlaterne auch voll hübsch. Okay. Und dann haben wir heute echt wenig geschafft, muss ich sagen. Aber ich würde mich dann jetzt doch nochmal an eine kleine Sache wagen. Und zwar habe ich schon so erste... Ja, ich würde mal sagen erste... Ideen gesammelt in meinem Kopf, was ich denn mit diesem Stückchen da machen will, jetzt unterhalb des neuen Baumhauses, unterhalb von Zenobi. Und zwar, ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, möchte ich da so eine Art Farm bauen, weil ich möchte unbedingt noch eine haben und ich weiß nicht, wo sie sonst besser hinpassen würde. Und deshalb gehe ich da jetzt einfach mal ganz flott hin und wir schauen uns das einfach mal an, will ich sagen. So, ja, die Strandgestaltung hier fehlt auf jeden Fall auch noch. Genau, hier die Gestaltung hier oben werden wir jetzt auch demnächst mal machen. Hier ist jetzt so ein kleiner leerer Spot, der jetzt nochmal irgendwie gestopft werden muss. Ne? Das habe ich schon wieder nicht so ganz. Auf jeden Fall. Bettina steht noch hier. Ja, aber ich plane, dass ungefähr hier Nora wohnen wird. Bis hier irgendwo Plateaus etc. zu bauen. Und...
Genau, dann können wir hier überall so eine Art Farm bauen. Klar kann man hier nur anpflanzen, in dem Bereich. Aber hier unten dann einfach so Sitzecken oder... I don't know, wir werden es dann rausfinden. Und das ist zumindest der Plan. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was die Zukunft bringt. Ich sag's mal so. Ich habe mir auch überlegt, schaut mal, weil hier ist ja die Ebene sozusagen. Hier beginnt die. Das heißt, wir sind hier bei 1, bei 2 dann halt. Hier, obwohl ich eigentlich dann doch nochmal sagen würde, dass ich noch eins weiter hintergehen würde. Also so viel Plateau fehlt hier auch gar nicht mehr. Genau so die Planung. Ich mache mir immer so zwischen den Parts schon mal Gedanken, damit wir nicht komplett lost hier rumlaufen. So eventuell. Das heißt, ein bisschen Plateau kommt dann noch. Aber ich werde das jetzt auch nicht so langweilig dahin klatschen. Moment. Erstmal kurz noch das hier. Ich werde es nicht langweilig hier überall jetzt ausfüllen, sondern da machen wir uns einfach Gedanken im nächsten Part von Animal Crossing New Horizons. Wenn ihr neu dabei seid, dann lasst doch gerne ein Abo dran. Wir sind bald bei den 900 Abos. Würde mich sehr freuen, wenn wir das demnächst mal schaffen. Und wir sehen uns bei einer weiteren Folge Animal Crossing New Horizons wieder hier auf meinem Kanal, wenn wir uns um die Situation hier unten kümmern.